Bern steht im Halbfinale mit dem 4-2-Sieg und mit dem 4-2-Sieg in der Serie. Ist alles klar, Partie von heute, aber nicht ganz klar gewesen, dass man die wirklich für sich entscheiden kann bis zum Schluss. Ja genau, ich glaube schlussendlich ist das Resultat deutlicher als das Spiel war oder die Serie. Wir haben nicht unser bestes Hockey gespielt, auch heute wieder nicht, obwohl vor dieser super Kulisse. Und am Schluss können wir dem Leo Messi sagen, dass wir jetzt den Sieg geholt haben. Schauen wir noch auf die wunderschönen Pass, 14. Spielminute, wo der Arco Bello findest. Der Pass eigentlich unmöglich. Wie hast du den erlebt? Ja, ich sehe, dass die Scheibe am Verteidiger über die Zeug kumpelt, über den Stock. Und dann sehe ich nur noch ein gelbes Leibli und dann weiss ich, dass es der Arco ist. Und, ich glaube, der Goalie spekuliert auf meinen Schuss und darum hat der Arco buchen können. Ja. Wie gross ist jetzt die Freude über den Halbfinaleinzug? Ist man da schon jetzt etwas, ja, ist das etwas zum Feiern oder geht man da jetzt fokussiert gerade wieder auf den nächsten Dienstag ein, wo es dann weitergeht, wo man ja nicht weiss, ob es der Lugano ist oder Davos. Wie geht jetzt das weiter bis zum nächsten Dienstag? Ja, nein, heute müssen wir sicher noch ein bisschen geniessen, sicher auch ein Regenerationsbier nehmen. Aber nein, ist ganz klar Fokus. Das war nur der erste Schritt von uns. Wir erwarten viel von uns und ich glaube, die Fans erwarten viel von uns. Und wie gesagt, das war ein Muss und das war der erste Schritt.